Gruselgeschichte rund um den Familienstammsitz der britischen Adelsfamilie Gordon, Black Mirror Castle, geht in die dritte Runde. Der Gordonsche Familienfluch hat in den ersten beiden Teilen der Point-and-Click-Adventure-Reihe schon einen Großteil der Gordon-Sippe durch diverse grausame Todesarten dahingerafft. Im dritten Akt der Saga geht es für den Helden des zweiten Teils, Darren Michaels, nun darum herauszufinden, ob er vom Familienfluch befallen ist, von einer Horde komplett irrer umgeben oder selbst wahnsinnig geworden ist. Eines vorweg, für Black Mirror-Neulinge ist der dritte Teil für sich allein genommen nur schwer verdaulich. Da rennt einer mit einer Fackel aus dem Busch, guckt irre und im Hintergrund fackelt ein altes Gemäuer ab. Feuerwehr und Polizei nehmen ihn in Empfang. Die Polizei ermittelt und aus ihrer Sicht ist die Sache klar. Ein irrer Brandstifter war hier am Werk. Nur Spieler des zweiten Teils allerdings wissen, Darren hat recht, zumindest aus seiner Sicht ist er unschuldig. Der Spieler soll nun in der Rolle des Darren, der eigentlich ein verschollenes Gordon-Familienmitglied ist, seine Unschuld beweisen. Oder haben uns die Visionen eines Besessenen oder Geisteskranken durch den ganzen zweiten Teil irregeleitet? Die Chancen für Darren stehen jedenfalls schlecht. Der Kommissar ist ein arroganter Mistkerl, dem nur seine eigene Karriere wichtig ist. Mr. Michaels, ich verhafte Sie wegen des Verdachts, Miss Amanda Valley ermordet zu haben. Und vermutlich auch wegen Brandstiftung. Warren muss jeden Tag zur Therapie. Hier gibt es kurze Rückblicke auf die Geschehnisse des zweiten Teils. Wer den nicht gespielt hat, versteht allerdings hauptsächlich Ritual, Fluch, Mutter. Also schnappt Teile eines bedeutungsschweren Puzzles auf, ohne jedoch das Gesamtbild zu sehen. Und durch seine gewalttätigen Visionen wird klar, dass Darren wirklich nicht alle Latten am Zaun hat. Hier rächt er sich im Geiste an seinem üblen Zellengenossen, der ihm sein Tagebuch geklaut hat. Die wenigen und meist bekannten Bewohner von Willow Creek, auch Black Mirror 3 spielt hier, reagieren verstört auf den jüngsten angeblichen Spross der Adelsfamilie Gordon. Ich bin übrigens Darren. Ich weiß genau, wer Sie sind. Ach ja? Wer bin ich denn? Sie sind dieser Brandstifter. Der sich allerdings manchmal auch reichlich merkwürdig verhält. Natürlich besucht Darren auch Black Mirror Castle, auch um seiner überlebenden Verwandtschaft einen Besuch abzustatten. Die atmosphärische Umgebung kommt hier am besten zum Tragen. Und auch Darrens Gewaltfantasien und Horrorvisionen bekommen hier eine ganz eigene Qualität. Oder tut er das jetzt tatsächlich? Ein Reiz der Black Mirror-Serie und auch des dritten Teils ist das Spiel mit Schein und Sein. Der unterschwellige Grusel kommt besonders gut in den in Spielegrafik gehaltenen Zwischensequenzen. Grafisch reißt Black Mirror 3 beileibe keine Bäume aus, aber durch die dichte Atmosphäre funktioniert das mit dem wohligen Schauder zumindest bei Serienfans recht gut. In dieser Szene muss Darren zudem richtig und vor allem schnell reagieren, sonst droht der Bildschirm tot. Ein nettes Gimmick, eine Wahrsagerin warnt auf Wunsch vor drohenden Gefahren. Wie kann ich mich zur Wehr setzen? Halten Sie sich von Schusswaffen fern. Beim Versuch der Wahrheit auf den Grund zu gehen, befragt Darren auch unangenehme Zeitgenossen wie den schmierigen Murray. Die Charaktere sind durchweg gut gezeichnet, bei den Dialogen sollte man aufmerksam zuhören. Allerdings wäre ich der Letzte, der sich Ihnen in den Weg stellt. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ist es nicht so? Wichtige Hinweise und neue Aufgaben werden automatisch im Tagebuch festgehalten. Dialoge verlaufen themenorientiert durch Klicken auf Porträts oder Abbildungen von Personen oder Dingen, über die der Spieler Auskunft braucht. Unterschiedliche Antwortmöglichkeiten gibt es allerdings nicht. Da der gierige Murray uns erpresst, posieren wir hierfür ein Porträtbild mit einem blutverschmierten Messer vor der martialischen Kulisse von Black Mirror Castle. Die Serienmörder-Touristen lechzen schließlich nach neuen Devotionalien, die Murray dann verscherbelt. Die Rätsel passen in der Regel gut zu den Figuren und wirken nicht aufgesetzt und sind zudem meist logisch. Das Inventar lässt sich sauber bedienen und ist hübsch animiert. Das Gameplay ist ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Wir untersuchen gründlich jeden Schauplatz. Manchmal werden wir durch Zwischensequenzen daran erinnert, dass es sich hier um ein gepflegtes Grusel-Adventure in britischem Ambiente handelt. Diese Sequenzen besprechen wir dann im Nachgang mit unserer Seelenklempnerin, die uns schon ziemlich harte Pillen gegen die Druckbilder verschrieben hat. Wie gesagt, durchforsten wir penibelst jeden Ort. Das optional zu deaktivierende Hotspot-Radar gibt bei Bedarf Auskunft über Anzahl und Position von Schaltern, Gegenständen und eigentlich allem. Schade nur, dass teilweise die große Anzahl von interaktiven Punkten pro Szene auf ein bis zwei wirklich brauchbare zusammenschnurrt. Der Rest dient dem guten Darren lediglich als Vorlage, seine Meinung über hauptsächlich England, Willow Creek und seine Bewohner zu äußern. Hier ein typisches Rätsel.
Mit unserem Feuerzeug entzünden wir die Öllampe, gucken unter das Bett, benutzen eine Hake aus dem Inventar, finden schließlich eine Schachtel. Der Schatten an der Wand sieht aus wie ein Schlüssel. Wir kombinieren, dass der Schlüssel im Glaszylinder der Öllampe versteckt ist. Da steht noch irgendwas, das wird auch eingesackt. Ah, Benzin. Da Schlüssel in der Regel etwas schließen, suchen wir uns ein Schloss und öffnen die Truhe. Neben einer Art Ku Klux Klan Outfit mit Maske und Robe finden wir noch eine Botschaft, einen Korkenzieher, einen Zollstock und eine Motorsäge. Wow. Maniac Mansion lässt grüßen, allerdings haben wir Benzin. Nein, dafür fehlt nun der Tankdeckel, aber auch dieses Problem ist mit Hilfe eines Korkens schnell gelöst und schon sägen wir uns direkt in die Freiheit. Zumindest kurzfristig. Wie es weitergeht, müssen Adventure-Fans schon selbst rausfinden. Black Mirror 3 ist für Fans der Serie sowieso ein Muss. Freunde klassischer Adventures sollten auf jeden Fall reinschauen. Aber zunächst mindestens den zweiten Serienteil spielen, sonst fällt das Verständnis der Zusammenhänge arg schwer. Die Atmosphäre ist wieder sehr dicht, die kauzigen Charaktere passend getroffen, die Vertonung sehr gut gelungen. Doch die Grafik ist mittlerweile sehr in die Jahre gekommen. Dabei stoßen weniger die stimmungsvollen Hintergrundgrafiken übel auf, vielmehr die aus wenigen Polygonen zusammengehauenen Charaktere und ihre teils ungelenken Animationen wirken altbacken und überholt. Unter dem Strich ist Black Mirror 3 ein sehr unterhaltsames Grusel-Adventure.